Hallo, Freunde des Internets da draußen. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Und ja, dies ist ein Informationsvideo. Aber dies ist nicht einfach nur ein Informationsvideo, wo da nichts kommt, sondern das ist ein Informationsvideo, um euch zu sagen, dass hier bald wieder was kommt. Ich habe jetzt nämlich längere Zeit überlegt und mich gefragt, warum die Kamera so wackelt. Ich habe mich gefragt, was willst du auf diesem Kanal machen? Wir haben ja angefangen mit klassischen Let's Plays, aber eben auch, also andere Sachen auch. Wir haben ja nicht komplett mit Let's Plays nur angefangen, aber ist dann nachher irgendwie zu so einem reinen Let's Play-Kanal. Hat sich das entwickelt und ich habe halt damit aufgehört, weil es sich halt nicht so gut geklickt hat. Und dachte dann, ja, du willst Streams machen und Stream-Highlights hier hochladen. Das Problem ist einfach die Aufwendigkeit. Ich habe die Zeit nicht, das Ganze zu schneiden. Also wenn da draußen jemand Zeit hat, das zu schneiden und Bock drauf hätte, kann er sich gerne bei mir melden. Das ist gar kein Problem. Ich habe dazu aber nicht die Zeit. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, was machst du? Ich habe ja auch schon überlegt, ob ich mit Serien und Filmen anfange, weil ich auch da jetzt gerade mich ein bisschen ausprobiere und auch mal Serien und Filme gucken, die jetzt, ich sag mal, unter Mainstream irgendwo gelandet sind. Also natürlich, ne, klassisch die bekannten Serien guck ich persönlich natürlich, klar, wobei ich auch da nicht alle gesehen habe. Also es gibt Serien, die auf jeden Fall beliebt und berühmt sind, die ich aber noch nicht nachgeholt habe. Also so als Beispiel, ich habe letztes Jahr überhaupt erst Breaking Bad nachgeholt. Das habe ich bis dato auch nie geguckt. Das ist auch eine beliebte Serie und ich habe immer eine Liste gehabt von meinen absoluten Lieblingsserien und da ist jetzt Breaking Bad auf Platz 1. Also hat Game of Thrones geschlagen, so, ne? Also deshalb, ja, ich hole da noch ein paar Sachen nach und bla 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 und dachte, okay, vielleicht ist das ein Thema. Gut, aber rein Serien und Filme. Da muss ich dann ja auch wirklich, gerade bei den neuen Filmen, auch jede Woche ins Kino gehen. Und wenn man das bei den aktuellen Infektionszahlen, habe ich das Geld dafür? Und pipapo, also solche Geschichten. Und dann habe ich jetzt überlegt, okay, worauf hast du denn Bock? Hauptsächlich. Und ich hätte tatsächlich wieder Bock auf klassische Let's Plays. Ich habe Bock, ein Spiel zu nehmen, mich hinzusetzen, mit euch zu quatschen und es zu machen. Also habe ich mich gefragt, warum denn nicht? Warum machst du das nicht einfach? Es ist scheiße, also scheiße, ob es geklickt wird oder nicht. Du hast da Bock drauf, du machst das und bab. Also mache ich das. Von nun an werden hier wieder Let's Play starten. Und die werden jetzt nicht morgen starten, die werden auch nicht übermorgen starten, aber auf jeden Fall jetzt im Februar. Wenn ich quasi so viel aufgenommen habe, dass ich auch ein paar Tage Pause machen kann. Ich habe jetzt nämlich überlegt, okay, hey, wie machst du es? Du musst ja auch noch irgendwie, also du hast einen Hauptjob, Haushalt musst du schmeißen, du willst nebenbei auch noch privat zocken und streamen. Wann hast du denn am meisten Zeit? Und das ist am Wochenende die Tage. Das heißt, warum sich dann direkt am PC setzen und anfangen zu streamen, wenn du doch erstmal ein bisschen aufnehmen könntest? Und ich habe jetzt einen Zeitplan gemacht und dachte, ich setze mich daran und mache einfach tatsächlich klassische Displays. Ich habe Bock drauf und scheiß drauf, ob die geklickt werden oder nicht. Es ist mir egal. Das ist ein Hobby, was ich mache. Und aus diesem Hobby wird vielleicht ein... Das schauen sich ja doch noch Leute an. Mal gucken. Ich will aber die anderen Sachen nicht verwerfen. Und deshalb zu den Stream-Highlights. Ich überlege, ob ich vielleicht auch Spiele im Stream spiele, die man auch als klassisches Let's Play machen könnte. Das heißt, dass ich das dann in Parts auch einteile. Das nicht viel schneiden, das ist in Parts einteilen und dann lade ich es hoch. Bupp. Und auch das Thema Film und Serien möchte ich nicht verschwinden lassen. Deshalb werde ich mich bemühen, und das ist jetzt keine Garantie, aber dass ich, wenn The Walking Dead Staffel 11b beginnt, ein wöchentliches Recap mache zu den Folgen.
Und ja, das ist auch nicht gerade einfach, aber ich dachte vielleicht so, wie wir es jetzt gerade machen hier. Einen kleinen Talk, bisschen sprechen, ein bisschen quatschen. Ich muss eh nochmal gucken, ob ich mir auch ein zweites Licht hole, um den Greenscreen ein bisschen besser auszuleuchten. Man sieht es hier oben, kriselt es an meinen Haaren ein bisschen. Wenn ich meinen Arm hebe, ist hier sofort unten, sieht man, andere Seite, sieht man da sofort den Greenscreen. So, das sind halt alles Sachen, ne? Die müssen noch verbessert werden. Aber da setze ich mich ran. Und ja, da möchte ich dann das Thema Film und Serien so ein bisschen noch mit reinbringen. Aber da gibt es kein wöchentliches Konzept. Weiß Gott nicht, weil das würde ich gar nicht schaffen. Also ich muss mal gucken, ich wollte mir jetzt wieder ein, zwei Filme anschauen, die jetzt im Februar starten, beziehungsweise sogar drei. Mal gucken, ob ich die schaffe zu gucken. Mal gucken, ob ich dazu dann auch schaffe, mich hinzusetzen, ein kleines Skript zu schneiden, also zu schreiben. Weil ich möchte auch natürlich komplett unvorbereitet reingehen. Ne? Ich kann mir zum Beispiel schlecht Namen merken, so. Weil ich habe schon mal, ne, man spinnt ja so im Kopf schon mal Sachen und wo ich dachte, okay, wenn du jetzt über den Film oder die Serie erzählen möchtest, würden dir bestimmte Namen einfach fehlen. Klar, so die Serien, die ich schon über Jahre gucke, Game of Thrones, Walking Dead, da kann ich dir natürlich alle Namen nennen. Aber eben ein Film, den ich jetzt nur einmal im Kino gesehen habe, werde ich mir sofort nicht die Namen merken. Auf gar keinen Fall, das schaffe ich nicht. Und dann ein bisschen was zuschreiben, gucken und dann einfach sich mal hinsetzen und quatschen. Hätte ich Bock drauf. Und das ist mein Plan. Und ich weiß, ich habe schon viele Pläne hier gefasst und es hat immer nicht funktioniert. Aber das war immer so ein. Ich wollte das machen, was halt geklickt wird, was berühmt ist. So, weißt du, so Videos irgendwie krass schneiden, krass lustig sein, irgendwie ganz viel. Und das schaffe ich von der Zeit her nicht. Wie gesagt, Stream-Highlights, wenn da draußen jemand Bock hat, sagt, ich habe die Zeit zu schneiden, kann man natürlich auch drüber sprechen, ob man das Ganze natürlich mit einem kleinen Entgelt dann nochmal belohnt sozusagen. Kann man drüber sprechen, klar. Also wenn da hier draußen jemand Bock hat und sagt, ich mache das, ich habe die Zeit und ich habe die Lust, gerne, 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 gerne. Wäre halt auch unregelmäßig. Das ist jetzt nicht, dass ich ja jeden Tag streame und dann jeden Tag daraus einen Stream gucken und Stream-Highlights, sondern es ist einfach nur, ey, yo, ich stream da gerade, das nehme ich dann noch nebenbei auf und dann schicke ich dir das und dann kannst du mal gucken, ob du da irgendwas draus schneidest. So. Das wäre also eine ganz lockere Geschichte. Und ja, das ist der Fahrplan. Und ich habe aus meinem Kopf jetzt bekommen, dass ich auf Klicks gucke, sondern ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Ist jetzt auch genauso im Stream. Ich stream seit Wochen streame ich jetzt Minecraft mit ein paar Freunden auf einer Map. Kleines Modpack. Und da schaut fast niemand im Stream zu. Es kommen zwischendurch mal Leute, die schreiben dann Moin, so, ne? Alles gut. Aber es ist jetzt nicht, dass man krass viele Zuschauer hat. Also zum Beispiel bei Far Cry 6 hatten wir mehr Zuschauer, bei Back 4 Blood hatten wir mehr Zuschauer. Ich hatte, als ich Resident Evil, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß, das mit Lady Dimitrescu und so, das ist, war es Revelations? Gibt es überhaupt Resident Evil Revelations? Hieß das so? Ist auch egal. Das neueste Resident Evil. Da hatten wir mehr Zuschauer. So. Das heißt, natürlich könnte ich danach gucken, aber ich hab's aufgegeben. Ich möchte Bock drauf haben, ich möchte mich nicht quälen und ich möchte auch keinen Zeitstress haben. Das heißt, ihr wisst es, wenn mal irgendein Video kommt, irgendein Video nicht kommt, es ist nicht, dass ich das vergessen habe oder so, sondern habe ich es zeitlich nicht geschafft. Das heißt, wer jetzt erwartet, dass es, wie gesagt, wöchentliche Filmreviews gibt, nein. Da muss ich mir einfach nochmal einen Fahrplan entwickeln und vielleicht sind wir irgendwann ja da, dass man dann auch ja, wöchentliche Movie-Reviews machen kann. Weil, wie gesagt, es ist alles ein Hobby, es ist kein Job, was ich mache. Es ist klar, natürlich verdiene ich durch die Streams mit den Subs und den Donations die reinflattern dann natürlich auch Geld, aber das ist ja so ein geringer Teil. Ja, vor allen Dingen werden gerade die Subs erst bei 100 Dollar ausgezahlt. Und gut, kann man jetzt natürlich rechnen, ja, toll, 5 Euro pro Sub, da bist du auch schnell da. Aber du kriegst ja nicht das volle Geld. Also du kriegst nur bei einem normalen Sub werden auch die 5 Euro für dich berechnet. Bei einem Prime-Sub ist es weniger und bei einem Geschenk-Abo ist es auch weniger.
Und dann, wenn du alles zusammenrechnest, kommen wir nochmal Steuern obendrauf. Ne? Also im Endeffekt braucht man dann schon ein bisschen, bis die $100 ausgezahlt werden. So, von daher ist es alles natürlich nur ein Job. Und auch mit YouTube verdiene ich kein Geld. Könnte ich mich, glaube ich, anmelden, könnte ich gucken, könnte ich machen. Mache ich aber nicht. So, also noch nicht. Lohnt sich einfach nicht. Das ist ein Cent oder was weiß ich, wenn überhaupt. Ja, das wollte ich euch ja eigentlich nur mit auf den Weg geben. Und gucke jetzt gerade, was man hier für Spiele noch machen kann, worauf ich jetzt Bock hätte. Auch da, wie gesagt, weniger nach Klicks gucken, sondern einfach, worauf habe ich Bock. Und ja, dann wird es das geben. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn nicht, also ich freue mich drauf. Ja, am Rande erwähne ich da einmal nochmal, schaut den, oder hört den Podcast, kein Gott und die Welt, wichtig, kein Gott und die Welt, wir sind kein christlicher Podcast, wir sind das Gegenteil. Und ja, genießt den Tag, habt einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend und gehabt euch wohl. Ihr Clowns Pleasure, ne? Alles klar, bis denn. Tschüss.